Ja, manchmal weiß ich schon sehr genau, wo der hinlupen muss, damit ich dann die nicht abgefangen bekomme. Ah ja, das schaut er ja. Wo sind die Lücken? Ja gut, er hat ja auch so viele Scouts, der sieht ja eh alles. Ja. Immer. Der sieht immer alles. Da gibt es, glaube ich, keine Zeit, wo der fast nichts sieht. Also, keine Ahnung. Die kriege ich auch nicht abgefangen. Also da habe ich auch schon mal ein bisschen überlegt, aber die. Manchmal kommen da so 6 oder 8 gleichzeitig, die dann jetzt mittlerweile auch 2000, weiß ich nicht, zu 3 haben die 2000 irgendwas Leben gehabt, 2200 oder so, die sterben halt dann noch nicht so schnell. 2130. Bis die tot sind, das dauert dann auch schon mal. Ich hätte ja gern vorne reinlupen dürfen, hätte ich kein Problem mit gehabt. Tier 1 kann ich da außen rebuilden gehen, aber mehr lohnt sich da auch nicht. Und dann kann man das durch. Weil es ist auch nochmal schön drin. Im Horror-Szenario von eben muss ich halt ein bisschen mehr in die Verteidigung setzen. Also ich baue jetzt absichtlich nochmal die T2 Tactical Missile Launcher. Alle so in die Schilde rein, wie ich es ungefähr eben auch hatte. Einfach um zu gucken, ob es jetzt wieder passiert. Ja, die sind aber auch toll. Solange du nicht gegen Cyberns kämpfst, dann will ich das nicht machen. Solange du, vielleicht bist du sogar selber Cybern, dann sind die auch toll. Ja, aber solange die anderen Cybern sind, das ist ein bisschen gefährlich. Wenn du gegen Cybern spielst, da brauchst du wirklich massivst viele Tactical Missile Defense. Also da brauchst du wirklich richtig viele. Oder du bist Aeon, aber als Aeon finde ich funktioniert die T2 nicht so effektiv. Nee, manchmal. Die T2, ja, die muss dann äußern. Die ist zwar toll, aber sie muss ganz weit außen sein. Ja. Aber die T3 ist natürlich unschlagbar von den Aeon. Die sind gut, ja. Ich weiß nicht, ob das die besten sind. Da wüsste ich nicht, wo man das festmachen soll, weil die sehr ähnlich sind zu anderen. Das sind die einzigen T3, die anderen haben ja nur T2. Ne, die UEF hat auch T3. Und ich bin die UEF, Momentchen. Die heißen Protector. Tech-3 Beam-Based Tactical Missile Defense. Ah, ja, jetzt weiß ich. Ja, stimmt, klar. Doch, ja. Ja. Mein Fehler. Die sind, Signed using stolen Cybern tech. Die sind gut, aber die treffen die Aeon Tactical Missiles nicht. Also die treffen die wirklich sehr oft nicht. Das ist schon sehr gefährlich. Sich, ja. Die teilen sich ja. Cybern, ja, aber Aeon... Ah, die Cybern nicht. Die Aeon T3... Sie hin und her. Ah, okay. Und dadurch treffen diese Beamlaser die nicht. Also die schießen dann meistens hauptsächlich dran vorbei und dann gehen die nicht kaputt. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn die nicht kaputt gehen, dann treffen die dich nämlich und dann machen die trotzdem Schaden. Da sind dann die Tier 2 von der UEF tatsächlich sehr gut gegen. Das habe ich auch schon mal ausgetestet. Also du musst halt immer wissen, was ist gegen wen gerade gut. Genau. Ja. Genau. Dann spielst du einen FAF-Mod und dann kriegst du ja gar nichts gebacken. Ich hab auch 2-3 Spiele gemacht. Was passiert hier? Ich hab keine Ahnung. Ganz anderes Game gefühlt. Ja, aber bis ich da mit dem Kollegen mal Ranks spielen kann, das dauert noch sehr lange. Und solange will ich auf jeden Fall noch die Bot-Challenge versuchen, so weit wie möglich zu spielen. Ich weiß nicht, irgendwann wird es halt einfach nicht mehr möglich sein, offensichtlich. Und ja, auf den Moment warte ich natürlich noch.
glaube, hier das ist auch noch möglich, auf jeden Fall. Ich mal gucken. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo du einfach nicht mehr dazu kommst, Newcastle zu bauen. Das oder das wird das sein, oder die andere Fraktion oder so, aber ja, dann kann ich das natürlich speziell in dem Moment rushen und natürlich trotzdem versuchen, dadurch es zu schaffen. Das könnte sogar schon reichen. Aber wir gehen mal auf Nummer sicher. So, da kommt jetzt schon wieder ein Nuke. Zack. Zack. So, Energie ist halt mega KP. Oh, er hat sie dann in die Ecke geschossen und der hat die abgefangen bekommen. Sexy. Hat der nicht. Er hat zwei geschossen. Och man, jetzt sind die einfach so leer. Nein. Du Sackgesicht. Das ist auch schon wieder so ein Moment. Jetzt hat er mir zwei entlockt, der hat die nicht mehr abgefangen bekommen. Hat der die Ecke zerstört? Das ist schon wieder richtig kacke für mich. Das ist halt doppelter Loose. Noch was kaputt gegangen? Ah, vorne. Das ja, du kannst. Eine Taktik wäre natürlich, dass du ihn einfach blendest, also indem du halt Luftabwehr bis zum geht nicht mehr, dass er mit seinen Recon-Planes gar nicht zu dir hinkommt. Weil dann sieht er nichts, dann weiß er auch nicht, wohin schießen. Oh, das ist interessante Ziel. Das wäre mal eine Sache, die man mal ausprobieren müsste, aber ob die ist wirklich halt, gut ist. Er ist halt einfach schweineteuer. Ja. Oh, ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Bin ich. Das passiert sehr oft. Deswegen finde ich diesen Mod auch sehr gut, oder diese Application, wie man so mal nennt, die dann halt die Massenfabrikation von alleine ausschaltet. Ach, ja, ja. Dadurch erlaubt das mir eigentlich durchgehend Massenfabrikatoren zu bauen, bis zum wirklich nur noch so 1000 Energie plus hast oder so. Um dann halt immer so viel Masse, wie es geht, rauszuschlagen aus der Situation. So, ich habe jetzt 6 gebaut. Dann bauen wir nochmal 6. Dann habe ich 12 von den Tier 2ern. Wobei, die waren eben so unzuverlässig. Ich habe richtig Angst. Ich stelle die auch immer in die Backline, sobald ich richtige Verteidigung habe. Dann schießt der einfach nicht, der eine, weil der nur eine da drin hat. Und der zwei hatte, schießt halt gar nicht, weil der andere schon anvisiert hat. Das ist eine ganz gefährliche Kombination. Ja. Ich glaube, wenn du eine statische hinpackst, dann ist ganz doof. Weil wenn du, sobald du genug statische hast, nimm die kleinen mobilen Dinger weg. Ja. Bei UF. Das ist ganz doof. Das mache ich meistens so. Okay, sag mir nicht, dass das Team 3 ist. So, okay. Oh Gott, das wird nicht so schön enden. Ich hab gerade meine Kombi zerstört. Aber... So. Wurden die Excalibur-Geschütze verändert? Nicht, dass ich wüsste, ne? Ja. Nicht, dass die genervt wurden oder so. Mir kam es so vor, als wären die Plateaus kleiner geworden und die würden weniger Schaden machen. Aber kann sein, dass ich da einfach nur mittlerweile in einem Stadium erreicht habe, wo sich alles anfühlt, als würdest du mit Software-Kugeln schießen. ich...
Assault-Bot schon 2051 Leben hat, ne? Dann hatte er ja nochmal das Schild darüber. Das ist immer sehr gefährlich. So. Ich bin ein bisschen verwundert, dass er auch UF wird, weil üblicherweise sollte, wenn du den die AI auf Random tust, nicht dasselbe nehmen wie du bist. Ja, das ist auch meistens so. Und es gibt ja auch eine Einstellung, wo man die Chance erhöhen kann oder das zu 100% so ist, dass der nächste was anderes bekommt, wenn alle auf Zufall sind. Aber das habe ich halt natürlich ausgestellt, weil der soll ja auch die Möglichkeit haben, das gleiche zu bekommen wie ich. Mit zweimal hintereinander ist schon sehr, sehr selten gewesen bis jetzt. Das ist eigentlich schon sehr unwahrscheinlich. Ja, diese Armored-Battlebots, die waren dann doch nicht so gut gegen die Experimentieren. Das hat mich ein bisschen verwundert. Da habe ich so viel Masse reingesteckt. Mach mal jetzt hier... Battlebot... Production... Start. Okay, das geht nicht mehr. Einfach nur Production. Weil, da, als ich ja losgeschickt habe, sind die nicht mal an die ganzen Experimentellen rangekommen. Da waren die schon dead. Aber da war auch einiges los wieder mal, muss man dazu natürlich sagen, fairerweise. Mit King Krypton, den Golia zwei Stück und Fatboy und ja, keine Ahnung, da kommen die halt dann nicht ran natürlich, aber... Ja, war ein bisschen enttäuscht, dass nicht mal einer wirklich schießen konnte. Also gegen, im Gegensatz zu Snipern im Prinzip sind die halt viel effektiver, normalerweise, weil die viel mehr Leben haben und sich viel besser knubbeln können und so. Sniper-Bots müssen ja unter einem Schild hinten durchstehen, ansonsten sind die halt... Ja, wir sind ja natürlich direkt weg. Irgendeine Tactical Rocket oder so, und die sind direkt dead. Oh. Aber wir haben ja keine Sniper hier. Warum eigentlich nicht? Siphon hat doch auch Sniper bekommen, warum UEF nicht? Mit diesen Supercharge, also diesen Sniper, der so einen Widerschuss abgibt. Wenn ich jetzt die Seraphim hab, Cyberon haben auch, ja. Ja, die haben die ja neu bekommen, die hatten die ja nicht immer. Ion und Seraphim hatten ja immer schon einen Sniper-Bot. Wieso dann nicht UEF? Das ist aber schon UEF ein bisschen länger her, nicht? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Aber ich meine halt nur, das gab es ja nicht von Anfang an. Darum ging es mir jetzt eigentlich nur. Oh, ich muss wieder Vision machen. Ohne Vision bin ich aufgeschmissen. Auch mit meinen 21 Rocket Launchern. In der 43. Minute und der hat noch nichts gemacht. Der hat ein paar Nukes ausprobiert. Diese Standard-Nukes auf der einen Seite. Ja, hier unten war das, ne? Warum müssen die Nuke-Explosion weg? Ja, ist auch geil. So, ein bisschen mehr Energie. Ja, und Schilde sind halt auch mittlerweile richtig, richtig weich. Also die schießen da auch immer komplett durch. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, wenn du die Experimentellen so langsam killst und die alle rankommen dürfen und alle schießen dürfen, dann die gehen halt direkt kaputt, als hättest du halt wirklich gar keine Schilde gebaut. Das ist schon echt krass teilweise, wie schnell die down gehen. Aber auch verständlich natürlich. Thank you.
Ding. So, jetzt habe ich irgendwie wieder genug Energie, jetzt machst du komplett den S. Er macht halt gar nichts irgendwie gerade. Weird. Warum genau wurden eigentlich die Satelliten von UEF halt zu so Vision-Dingern umgebaut? Einfach weil das zu stark war? Ja, es gibt keinen Counter. Gut, jetzt gibt's ein Counter natürlich, die Nuke-Abwehr, die schießt die auch runter. Ja. Ohne dass sie Rockets braucht. Aber es gab halt keinen Counter und. Ja. Je nach Fraktion hast du halt keine Abwehr dagegen. Ja, es war auf jeden Fall sehr unfair, das stimmt. Aber mit Encounter, der ich okay gefunden hätte, wäre halt, wenn du einen Satelliten. Relativ schnell, relativ langsam, meine ich, gebaut hättest. So langsam, wie du ungefähr eine Defense Rocket bauen würdest in der Nuke Defense. Und dann halt im Prinzip auch eine verwenden müsstest, um den abzuwehren. Ich glaube, das wäre dann noch okay gewesen. Ja, ganz klar. Trotzdem irgendwie 5 bauen und dann mal nach vorne schicken, egal wie lange es dauert, dass die kommen. Aber UF hat halt sonst keinen Scry, also die kann die Karte nicht aufdecken mit T3. Ja, die hat sonst nichts. Und was ist mit dem Bomber passiert? Die hatten also einen Bomber. Was meinst du? Ah, du meinst den experimentellen? Oder genau, ja. Ah, das Ding war auch scheiße, glaub. Ja, das war richtig schlecht. Aber ich wollte es nur noch mal so hören. Die Idee war lustig dahinter, aber ich glaube, der hätte einen viel größeren Radius an Spread Damage machen müssen, damit der überhaupt effektiv wird. Ich weiß, die Citadel 1 und 2, die reichen. Ja, die sind cool jetzt, ja. Ich mag die 1er sogar lieber wie die 2er, weil die rustikaler ist. Also so viel brachialer auch. Dann die 2er macht aber mehr DPS, deswegen muss man die leider immer bauen. Kommt drauf an, für was du sie brauchst. Ja. Macht er irgendwie nichts, ne? Also bis jetzt ist wieder sehr entspannt, muss ich sagen. So Games kannst du dann halt immer gewinnen, ne? Wenn er sich nicht traut. Ja gut, das habe ich aber auch bei den 2-6er gesagt und dann kam der auf einmal mit richtig viel. Bevor ich nicht gewonnen habe, sage ich dazu nichts. Erwartet. Ich war noch bei dem 2-5er oder dem 2-4er. Da habe ich Cybern gespielt und also habe Cybern bekommen und habe dann die experimentelle Arti von denen gebaut. Und ja, das war so, als hätte die gar keinen Effekt. Die sind zwar manchmal durch Schilde durchgekommen, haben auch richtig viel zerstört und so, aber die hat das so schnell wieder aufgebaut, dann auch mit Schilden und allem drum und dran, dass es wieder wie keinen Effekt hatte. Ne? Dann musstest du dann 4 Stück bauen, damit der kontinuierlich Schaden kriegt. Dann musste ich experimentelle bauen mit einer Nuke-Defense, die dann hinterherfährt, damit er die nicht wegnukt. Dann Tactical Rocket Defense Tier 2 dahin bauen von den Siren, damit die überhaupt weit genug rankommen, die Experimentelle. Weil die dann weggeshootet wurden davon. Und erst dann kam ich langsam in die Base rein. Ne? Das war schon richtig krank einfach. Weiß ich auch nicht. 2-5 war schon krass, also wo ich da Siren gespielt hatte. Ich bin immer noch am Testen von den Mauern. Greifen die nicht mehr an, ne? Nee. Ist jetzt auch auf jeden Fall so in Erinnerung.
Der vier für die Seite reicht erstmal. Ob das nur die UF-Mauern sind, oder? Alle, meine ich sogar. Alle. Ja, deswegen dachte ich, das wäre gewollt. Dass man sich dann entschieden hat zu sagen, ja gut, dann baut derjenige eine gerade Linie an Mauern. Das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, als die immer die Mauern angegriffen haben, um die aufzuhalten. Da habe ich so eine ganz lange Linie an Mauern gebaut, damit die sich alle angesammelt haben und meine Art die immer abschießen konnte. Bis sie dann endlich mal alle Mauern kaputt hatten. Das war ja auch eine Strat, um gut gegen den Bot zu kämpfen. Vielleicht hat man sich dann gesagt, ja, machen wir es doch lieber anders. Ist aber jetzt auch eine Spekulation. Ja, guck jetzt, hier bei mir zum Beispiel sieht man es. Oh, da kommt er mit Experimentellen. Aber hier einer aus der Patrouille, ja, der hier vorne nur lang patrouillieren soll, der ist jetzt schon mittlerweile fast bei der gegnerischen Base. Jetzt schließt er dann mal an. Ja, klick ja. Mal an und drück die Shift-Taste. Ja, ich weiß, der ist hier. Hier ja, wo geht der hin? Das ist, wenn du Shift drückst. Achso, wenn du Shift drückst, dann geht der geht. Also, der Ziel war hier hin, zu dem Ding. Okay. Ja, und der war jetzt schon da vorne. So, ich muss jetzt nochmal speichern, weil jetzt ist spannend. Das wurde langweilig. Ja, aber das, genau das ist es ja. Manchmal pushen die auch alle gleichzeitig. Also wenn die so, oh, guck mal da! Und dann gehen die alle los, ne? Guck mal. Wow. Ich habe gar keine Verteidigung gegen das, was da jetzt kommt. Das ist gar nicht gut. Auweia. Machen wir mal Area of Effect Damage. Ich habe ja noch meine Tactical Rocket Launcher, die sind jetzt key. So, Fatboys. Jetzt geht bitte nicht mein eigene Base wieder kaputt. Ach, wie geil. BFG ist auf jeden Fall gerade. Tötet die Fatboys. Gang. Bei dem einen. Okay, ich habe jetzt noch mal 21 und nicht 48 wie eben. Da reicht dann immer eine Salve, um eine Sache zu killen. 168.000 Damage oder so waren das dann. Wenn du einmal triffst. Das ist schon nicht schlecht. Das ist eigentlich nur meine Notfallstrategie. Die hatte ich mir damals ausgeklügelt, als ich einen Kai im Defense-Mod gezockt habe, weil wir uns dann dachten, was machen wir denn im Late-Game gegen die, wenn wir gar keine. Also, wir haben immer uns zu einem Bot gechillt und da ja die ganze Zeit gebaut. Und überlegt, wie wir dann dem helfen können, wenn da experimentell kommen, weil du hast ja gar keine Ressourcen im Prinzip. Keine Ahnung, so ein paar Tier 2 Massefabrikatoren retten die jetzt nicht das Game. Ob jetzt hier in the past gekillt wurdest du immer mit Nukes? Ist das korrekt? Oder kann man wirklich mal durch mit seinen Experimentals? Weißt du, was ich meine? Mich gekillt oder ich ihn? Ja, nee, eher dich. Mich killt er auch sehr oft mit Experimentellen. Das kommt ganz drauf an. Nicht nur mit Jux, okay. Also mich killt er sehr oft mit Experimentellen, wenn es zum Beispiel Seraphim ist oder so, und der dann mit seinen Arthrobots auf einmal die nicht halt ausgefahren, sondern schnell laufend einfach durchläuft. Manchmal läuft der ja einfach nur durch und dann bist du halt dead. So, deine Verteidigung kann ja so viel schießen, wie du willst, wenn die über 200.000 Leben haben. Joa. Das ist wie, keine Ahnung, jetzt willst du Schneebälle gegen einen Panzer werfen. Da passiert dann nicht viel. Ich bin auch gespannt, wie ich jetzt überhaupt das überleben soll. Aber da sind gerade nicht High-Life-Dinger dabei, deswegen hoffe ich, dass meine Tactical Rockets da ein bisschen was machen können. Das sind nur Fatboys. Und dieser verbesserte Fatboy, der bei war. Beiden Seiten. Das ist aber das Schild, was ich wieder gefühlt habe, dass es gerade gekommen ist.
Push. Genau. Der schützt sich aber schon. Tactical Gebrauch? Ja, habe ich schon ausprobiert und bis jetzt haben die noch nicht zerschossen. Ich weiß nicht genau wieso, aber eben auf jeden Fall. Jetzt nicht hoch. Irgendwie Flugzeug runtergekommen ist, dann Collision, ja. Also könnte es sein, dass da ein Flugzeug runtergekommen ist, auf die gefallen ist? Nee. Nee, das nicht. Ich habe das gesehen, ich habe da teilweise hingeguckt, also im Replay könnte man das sehen, vom Stream sogar. Dass da die beim Starten direkt hoch, also sie sind wirklich nicht aus dem Ding rausgegangen, die sind aufgegangen zum Schießen von der Tactical Rocket und dann sind die direkt explodiert. Ja, und dann haben die halt allem sich und allem anderen Schaden gemacht, aber nicht so viel, wie die eigentlich Schaden machen wollen. Ist der Teamschaden dann niedriger? Nö. Okay. Ja. Wenn Schaden gibt, Schaden. Ist egal, ob Freund oder Feind. Okay. Freund oder Feind. So. Jetzt brauche ich die Bunker, die haben nämlich auch Anti-Air. Das ist schon mal sehr praktisch. Also ich nenne immer diese Heavy Fortifications von den Bunker, weil die eigentlich Bunker sind. Die ganzen kleinen Verteidigungsgebützen an den Bunkern. Weil es jetzt erst in der 56. Minute ist der 2.7er erst mit was gekommen. Der 2.6er hat da halt übelst Stress schon gemacht in der Zeit. Der jetzt auch, der 2.7er eben in der Runde, aber halt jetzt halt nicht mehr. Ne? Und da frage ich mich zum Beispiel, wie kommt ihr jetzt auf die Idee, mich nicht mehr so unter Druck zu setzen? Weil mir bringt das ja sehr viel, dass ich jetzt keinen Druck habe hier. Ich kann das jetzt hier so. Der Kollege baut mir hier die experimentellen Schilder hin. Wieder so, dass das passt. Experimentellen Schilde sind auch nochmal in der Defense sehr wichtig. Die machen nämlich, also ich stelle die immer so auf, dass die nur so über meine Verteidigung lupen mit so einer Spitze und dann schießen die im Prinzip immer nur diese Spitze ab und das ist ja dann ein Schild von 45.000 oder 48.000 Schild, wenn du das einmal geupgradet hast. Und dahinter, also direkt daneben ist nochmal so eine Spitze und dann sind da ganz viele Spitzen im Prinzip, die extrem viel aushalten, die sich dann einzeln wieder replenischen. In der Zeit, während die dann auf die normalen Schilde schießen.